Neben den Bergpanoramen, der unberührten Natur und der köstlichen Küche ist Südtirol natürlich für eine riesige Bandbreite an Sportmöglichkeiten bekannt. Auch wenn es kein Breitensport wie Skifahren, Wandern oder Biken ist, gehört dazu auch das Fischen. Deshalb melden wir uns diesmal vom Fischteich in St. Vergil, um euch etwas über das Thema Angeln in Südtirol zu berichten. Katrin, eine unserer Mitarbeiterinnen, ist eine begeisterte Anglerin und wir wollen ihr heute über die Schultern schauen. Bisher hatten wir mit der Fischerei nicht viel am Haken bzw. am Hut. Doch wer weiß, vielleicht ändert sich das ja eines Tages. Um in der Provinz Bozen angeln zu dürfen, benötigt man zum einen eine Fischereilizenz, die beim Amt für Jagd und Fischerei beantragt werden kann. Zum anderen muss jeder in Südtirol ansässige Angler die Fischerprüfung ablegen, um einen Fischereischein zu bekommen. Darüber hinaus ist vor Ort eine Erlaubnis für einen Tag oder ein Jahr notwendig, die man gegen entsprechendes Entgelt an den Besitzer des Gewässers erhält. In den meisten Gewässern besteht Eigenfischereirecht, das heißt, das Fischereirecht liegt in den Händen privater oder öffentlicher Körperschaften. In Sportfischerbecken wird normalerweise ein Betrag eingehoben, der sich nach der Dauer oder nach der Menge des Fangs richtet. Für die einzelnen Gewässer gelten spezifische Regeln. An erster Stelle stehen die Schonmaße, die festlegen, ab welchem Maß bzw. ab welcher Größe die Fische gefangen werden dürfen. Ein weiterer Punkt sind die erlaubten Köder, da nicht überall mit künstlichen Ködern gefischt werden darf. Von den Seen, Flüssen und Bächen in ganz Südtirol gelten 2612 als öffentliche Gewässer. Die heimischen Anglerreviere erstrecken sich dabei insgesamt über eine Wasserfläche von 2811 Hektar, wobei etwa 40% künstliche Stauseen sind, die nur begrenzt befischt werden dürfen. Kaum zu glauben, aber wahr. In Südtirol gibt es 34 Fischarten. Etwa die Hälfte davon sind heimische Fische. Die andere Hälfte wurde zum Großteil aus Nordamerika importiert, darunter zum Beispiel die Regenbogenforelle. Forellen gehen Anglern in Südtirol sicherlich am öftesten ins Netz. Diese gibt es in den unterschiedlichsten Formen, von der Bach- bis hin zur Marmorata-Forelle. Der Südtirol.com-Team wünscht allen Fischern ein Petri Heil und bis zum nächsten Mal.